Und schöne guten, heißt sie noch am nächsten an. Was wir noch machen, wir fangen. Du mal da unten. Es darf nicht gehen, es darf nicht gehen. Nee, es geht trotzdem. Ganz einfach. Ich darf einfach nicht mit funktioniert. Ja, und fantastisch. Wie gesagt, die letzte Speech, die ich hatte, und die letzte Folge, älteren, könnte ich meinen Kunden nur leicht von irgendwie lauschen tun. Ich bin einfach froh, dass sie älteren hat. Sie wollen mich, solo meistens immer just kaputt. Ich kann noch andere, wo nicht das Fest hier kommen, weil das wäre doch mehr. Da sehe ich schon die Leute gut. Oh, was ist denn da für eine Chance? What the hell? Das ist das für ein überdimensionalen... Oh, ich hab's zu respawnen, du? Tattoo-Fisch. Doch, noch so, scheiße. Hä? Hä? Slange kommt ohne Kampf. Was ist doch, Futti? Okay. Schon nicht beschweren. Ja, da fliegen wir los mal durch nach. Und da muss man nur das Tod machen. Ach, ist schon los, schon die Kirschelchen drauf. Könnt ihr ja schon nicht vier stellen. Doch nicht. Bei mir. Ah, oh, Stealth wäre geil heute. Okay. General Molruf hei. Vom Ross. Wann ich heute nicht gerade den Kampf muss kriegen, will ich auch nicht kriegen. Noch eins, mal gucken, ob Patrouille kommt, weil das immer schon meistens wenig gebracht. Muss nicht sehen. Ja. Na, gucken, da schlug ein bisschen hier holen. Dann, geht das schon. Scheiße, so Elite-Kampf in der Tote. Stark, oh, bitte. Ich hoffe, dass Schnee ein Kerl ankommen kann. Die muss... nur synchronisieren. Ah, Drecksack! Nur synchronisieren muss. Ha. Ha. Shit. Kommt das da weit? Mir aus Halbonnen. Ich weiß nicht, wie man das machen. Und ich gewann trotzdem. Das geht so. Das passt. Gehen wir hier mal Schrott verkaufen machen. Ab. Ich muss mein General mal in der Tamme hier raumen. Okay, ich muss schon alles vom Zeug da drohen, oder? Geh zurück da. Okay. Und das ganz einfach. Wir benutzen als Schnellreisefunktion. Nur mal gesehen, ich habe mich bestimmt stirb relativ oben auf dem Planeten. Ja. Ich verstehe das nicht. Bin ich so schlecht? Ey, wenn du ja etwas Negatives schreibst, hm? Tschüss positiv.
Also. Cool. Dann können wir nochmal Quests im Allgemeinen aufgehen. Natürlich können wir noch ein bisschen zu schnacken hier. Ne. Dann kann man viel zu schnacken hier. Das geht um uns sehr falsch vor. Eure verloren geglaubte Technologie, Padawan Kosch. Das sollte alles sein. Sieht noch intakt aus. Das ist sogar noch mehr, als wir gefunden hatten. Die Gormax müssen weitergesucht haben. Ich kann euch nicht genug dafür danken. Der Orden wird sich sehr darüber freuen, dass wir diese Technologie gefunden haben. Okay. Ich konnte nicht zulassen, dass das Opfer eures Meisters umsonst ist. Ich konnte es fühlen, als Meister Bakara starb. Als ihr den Anführer der Gormax getötet habt, konnte ich das auch fühlen. Aber es war anders. Es fühlte sich gut an. Mein Meister würde jetzt bestimmt sagen, dass ich wie ein Sith rede. Nö. Ich hatte keine Wahl. Dieser Wilde war eine Bedrohung für jeden in diesem Lager. Dann war es zum Wohle aller. Meister Bakara wäre stolz. Diese Technologie ist zu wichtig. Ich darf nicht riskieren, sie noch einmal zu verlieren. Sobald ich geheilt bin, werde ich nach Voska zurückkehren. Für den Orden, für Meister Bakara. Für alles. Danke. Kranker. Aber schau mal, gucken. Wow. Du kannst mich respektiv mein Pferd komplett ausrüsten, du Mutter. Tolek da. Ich glaube, ich habe etwas, das ihr sucht. Das Mir. Ihr habt überlebt. Wir sind dankbar. Seid vorsichtig, Tolek da. Das Mir ist ein dunkles Artefakt. Es könnte die Mystiker korrumpieren. Die Jedi verstehen diese Dunkelheit, auch wenn der Rest der Republik das nicht tut. Leben allen. Euch nicht gefällt, fragt mich. Nochmal hole ich die Kohlen nicht aus dem Feuer. Die Zukunft wäre weniger ungewiss, wenn ich mich selbst darum gekümmert hätte. Ihr habt versagt. Der Fremdling war besser. Das Mir wird nach Voska gebracht. Ich werde den Mystikern davon erzählen. Wir werden euch ehren. Wenn das der Preis für unsere Sicherheit ist, hoffe ich, dass die Republik das Beste daraus macht. Mein Leben allein ist so nett. Von der Fange mit bei uns auch so an der Reihe. Hin aus dem Gran Torino aussehen. Okay. Das hin. Könnt ihr noch mal direkt ein neu. Na, das war schon genug aus schon relativ gut, what the fuck. Ja. Die ist ja keine Stadt verkloppen geworden. Dann heil noch. Hier schwarz in den Spruch. Oh ja, schwarz. Das tut auch mal. Dann. Zwei Wochen. Nicht so normal. Wie ist dann Ausdauer? Kann man das mal drauf knüppeln? Auf jeden Fall schon mal durch hin. Anwenden, dann die Gürtel, da kommen auch schon zu Sachen drauf. Haben wir die auch da schon gemacht? Geht's wieder? Oh, hier haben wir Mac. Hier haben wir Hammer, Mac. Ich schätze mich braucht nicht. Gut. Also, da kann man die Bannen aufgehen, kehrt zum Meister zurück. Mein Meister! Mein Meister! Die Expedition hat ihren Dank für eure Hilfe ausgerichtet. Und eure Deutung der Finder-Symbolik war ebenfalls sehr nützlich. Die Hinweise lassen ein größeres Muster erkennen. All diese Ruinen, die von den Gormax ausgekundschaftet wurden, gehörten den alten Sith. Selbst die Ruinen, die Padawan Kosch untersuchte, wurden einst von ihnen belagert. Diese Evuk Nosk, die die Gormax suchen,
Muss also ein Sith-Relikt sein. Doch Perlon hat kaum. Das ist jetzt aber weit hergeholt. Ich könnte euch die Zusammenhänge zwischen unseren monatelang gesammelten Daten und den Hinweisen des Finders aufzeigen. Aber wir haben zu wenig Zeit. Die Hauptstreitmacht der Gormax wurde gesichtet. Sie haben alle Truppen zur Eroberung eines großen Damms der Vos geschickt, der hinter dem Sumpfland liegt. Die ganze Region war einst komplett überflutet und die Gormax mussten fliehen. Ich fürchte, dass sie das Evognos-Relikt beim Damm entdeckt haben. Ich kann helfen, falls Not am Mann ist. Sprecht mit unserem Scout Beryl. Er hat den Sturm auf den Damm gemeldet. Dr. Schull hat außerdem berichtet, dass die Gormax Ausrüstung stehlen. Und es kommt noch schlimmer. Ein anderer Scout und ein Voss-Kommando haben Gormax-Bewegungen ausgekundschaftet. Und nur ihr Astromech-Droide, T5BD, ist zurückgekehrt. Jemand muss diese Scouts finden. Die Gormax haben mit ihrem sinnlosen Wüten schon genug Leiden angerichtet. Kein Problem, Mamia. Ich sorge dafür, dass die Gormax mit leeren Händen verschwinden. Möge die Macht mit euch sein. Das Evognos-Relikt darf nicht in die Hände der Gormax fallen. Wir machen das schon. Komm mal hin nach. Also dann eine Ausdauer. Ich gehe wohl so ganz spontan weg und ich knüppel halt mal hier rum. Dann so. What the hell? Ja, 6. Was tun wir dann da? Modifikation. Spannend einfach nur nach. 23, 40. Okay. Ah, oh, das mal raus, du. Jep, annehmen. Machen wir den dran. Können wir vielleicht auch direkt den neu. Hier dran. Aber auch du noch hinein dran. Annehmen. Ja, und dann, halt. Machen wir das Teil noch ab. Müssen wir fahren, gut, nice, können wir auch gebrauchen. Da gibt's schon die meisten bei nächstes Jahr rum. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hat ein bisschen lange gedauert, wieso's? Dann, have a nice day!